Das Tanzi kann ja auch Bäume fällen, oder? Ja. Okay. Gut, wir müssen jetzt sowieso warten, bis der Florian wieder da ist, damit wir uns schlafen legen können. Wieso haben wir hier ein leicht verletztes Perl, Stevie? Kannst du mir das verraten? Vielleicht, weil es frisch gefangen war. Und nicht in der Box war oder so, Das war keine Ahnung. eben noch nicht leicht verletzt, bin ich der Meinung. So, wieder da. WB. Ich weiß mal schnell da hinten so ein Huhn. Aber wir haben schon einen Huhn, ne? Schaf. Kann sagen. Ich weiß nicht, wollen wir die Nacht durchmachen oder? Uns kurz schlafen. Haben wir denn schon drei Betten? Ja. Müssten da sein, ja. Die müssen halt überdacht sein. Achso, ja, dann musst du vielleicht noch was drüber bauen. Ja, jetzt können wir von mir aus pennen. Aber es sieht schon wieder aus, als ob es Tag wird, oder? Ja, ich glaube, ja. Ja, die Perze sind noch schon wieder wach. Ich habe noch so ein Nachtvieh gefangen, jetzt erstmal schnell. So, ja. Diese Dead Dreams oder wie die heißen, sind ja so gut für Transport und sowas. Ja, genau. Am Anfang zumindest. Ich hab mal eins geholt. Zwei. So, wir brauchen Holz. Und zwar tonnenweise. Steine haben wir. Aber Holz haben wir nicht. Ja. So, ich gehe erstmal. Achso, ich wollte mir noch einen Bogen schnell herstellen. Mach doch. Und dann werde ich erstmal mal ein bisschen Tutorial. Machen. Das brauche ich noch Holz. Da müsste ich ja noch eine primitive Werkbank bauen. Was, du willst Tutorial machen oder du willst es. Dass die Anzeige da oben verschwindet. Ja, ja, erstmal. Dass die Anzeige, dass die ganzen Anweisungen da oben erstmal so weit wie möglich weg sind. Ja, weil das nervt schon. Ja, 30 Pelz fangen ist halt erstmal eine ganze Menge, ne? Ja, ja, aber ja, erstmal das mit den Lambalds bis zu den 30 Pelz. Den Boss machen wir ja, wenn dann eh gemeinsam wahrscheinlich. Ja. Was für Viecher haben wir denn jetzt eigentlich zugewiesen hier drin? Passt das denn? Ich denke schon, ja. Bewässerung. Bewässerung, Pflanzen, Bäume fällen, Steine abbauen. Ja. Haben wir denn überhaupt Steine hier drin? Weil die Katze macht irgendwie gar nichts. Ich komm schon. Will's aufbauen. Oh, ich brauch 30 Holz für den Bogen. Warte, 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 warte. So, ich mach mal ein bisschen Futter für die Viecher, ja. Mach das. So, wir haben schon drei Eier. Aber das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich finde das blöd, dass das verfällt, wenn es außerhalb vom Lager ist, diese Neuerung. Da fand ich das alte besser, weil da habe ich nämlich ja alles mit Fundamenten vollgestellt.
Deswegen haben sie es wahrscheinlich gemacht, damit du halt auch wirklich in dem Kreis bleibst und nicht hier sonst was für eine XXL-Burg da baust. Also offenbar muss man ein bisschen Abstand zu den Wänden lassen, um da was zu bauen, kann das sein? Da ist ja meine Metall-Dingens, was ich gebaut habe, fast vollkommen sinnlos. Also zumindest die Hälfte davon. Was, wieso habe ich jetzt nicht mehr genug Material? Hat gerade wieder jemand Palladium verbraucht? Nein. Nee. Ich habe auf jeden Fall nicht mehr genug. Jetzt haben wir eine Holzstation. Sehr gut. Ja. Aber die Steinstation konnte ich nicht mehr bauen, weil wir kein Palladium mehr haben. Wir hatten eben noch 11 oder so. Das heißt, Florian, du machst jetzt Tutorial oben durch und bist dann auch erstmal Level 15, wenn du wiederkommst. Ja, ich mach's das erstmal mit den 5 bis zu Fange 5 Lammball. Und dann kann ich gerne weiterhelfen beim Bauen. Ich habe ja schon das Fundament hier mitgebaut und die Wände. Ja, alles gut. Muss ja alles ausgeglichen sein hier. Du bist doch vom Level her höher als wir, oder nicht? Echt? Ich bin Level 7. Also bin ich auch. Level 6. Muss mir nur gerade erstmal ein paar Pfeile herstellen. Also ich habe als Vorschlag in die Diskussion reingeschrieben, dass es einführen, dass man Pelz bestimmten Arbeitsstationen zuweisen kann. Ja, das wäre cool. Das wär nämlich ganz angenehm. Weil du kannst sie halt da hinwerfen. Ja, aber das bringt ja nichts. Weil das sind ja nur die du selbst dabei hast, die da hinwerfen. Nee, du kannst doch welche, die im Lager sind, irgendwo hinwerfen. Ach, indem du sie anhebst, meinst du? Ja. Ja, aber das ist noch ein bisschen buggy manchmal, weil beim Solo-Player war es so, ich habe da so ein Dick-Toys gehabt zum Abbauen, habe das zum Bergwerk hingeworfen und das wollte nicht abbauen. Da hieß es dann, nö, es gibt nichts zu tun in der Nähe. Und ich hasse es halt, wenn ich welche zum Holzhacken zum Beispiel zuweise, die aber auch Transport können und dann, sobald sie sehen, dass Bären fertig sind, zum Transport von Bären hinlaufen. Ja, es müsste halt so eine Prio-Liste geben irgendwie, wo man halt festlegen kann. Wie bei Siedler, also was transportiere oder was mache ich zuerst? Ja. Drum habe ich ja vorgeschlagen, quasi die Zuweisung, der macht Holzabbau, der transportiert und sowas. Dass man denen tatsächlich direkt Jobs geben kann. Genau. Die im Lager verfügbar sind. Ja. Aber der Spot hier ist eigentlich ganz gut, weil hier ist extrem viel Eisen in der Nähe. Ich glaube, die in Lasbach.
Ach, ernsthaft daneben geworfen. Wir müssen dann noch einen Haufen Wasserviecher fangen für den Saft. Ja. Ich brauch Peldium. Wir sollten uns dann auch überlegen, wo wir die ganzen Crafting-Stationen und so hinbauen. Oh. Ja, also mein Vorschlag wäre, dass wir es halt doppelstöckig machen. Ja, ja, können wir machen. Wir können auch über unser Wohnhaus, können wir auch dann sagen, okay, dann bauen wir da halt erstmal noch was drüber. Wo dann die... Aber da können die Viecher halt nicht großartig mit craften, oder? Dafür gibt es ja dann später die Arbeitsstationen. Für mit Elektronik und sowas. Mhm. Und wir können natürlich auch einfach hier drinnen bauen, ne? Das geht natürlich auch. Wir haben da zwar die drei Betten drin, aber ansonsten ist ja noch relativ leer. Na okay, da kommt ja dann noch, müsst ihr einfach nochmal einen Schrank, eine Kiste hinmachen. Ja. Dann so ein Ei-Ausbrütungs-Dingsbums. Das Ei-Brüder. Ja. Also der Raum wird schon voll. Ja, aber der kann ja auch mit ein paar Werkbänken voll werden. Ja. Zu spät. Lass mich da halt mal mithelfen. Ja, das geht nicht. Das geht schon, wenn man gleichzeitig anfängt. Naja. Was kann denn das Vieh? Handwerk sammeln und Transport hätte ich hier noch eins. Was, wenn wir haben versucht, einen Status zu verbessern? Wir brauchen Peldium. Definitiv. Ja. Dafür müssen wir irgendwo an den Strand. Wir brauchen heiße Quellen. Oder in den Dungeon gehen, aber das lohnt sich erst ab Level 13. Ja, das, wir brauchen für diese Quellen auch den Perlsaft oder was? Ja, wir müssen Wasserperls töten oder fangen. Am Anfang lohnt sich ja das Fangen auf jeden Fall mehr. Sollten wir mal gucken, wo welche sind. Ja, vermutlich irgendwo am Strand. Aber dafür brauche ich auch erstmal wieder Peldium. Ist einfach ein Teufelskreis. Hier ist vorhin auch ganz viel rumgelaufen. Kann mich jemand aufheben? Ich hatte ein Eiktier. Wo bist du? Im Lager. Hinten raus und dann links. Steffi, läufst du schon? Bin mir nicht sicher, warte mal. Hä, wenn, ihr Glück habt, könnt ihr, wenn ihr Glück habt, könnt ihr den Eiktier... Achso, auf der anderen Seite vom Camp. Ja. Der Eiktier ist fast down. Den könnten quasi also fangen. Den können wir für Holzabbau hernehmen. Ja, ich habe aber kein Dings mehr. Ich habe keine Bälle. Bin schon unterwegs. Der ist bei uns im Lager, der Eiktier. Ne, der steht das bei mir noch außerhalb. Der guckt durch die Wand durch. Ne, bei mir ist er auch drin. Der ist im Lager. Ey, mach's nicht kaputt. Ne, das ist ein anderer. Der ist, Der ist nicht kaputt. Steffi, ich hoffe, du hast eine Sphäre. Dann solltest du sie jetzt werfen. Ja, ne, ich war zu weit weg. Im Lager das Angreifen ist schlecht, Achtung, wenn da so viele an. Achtung, wenn du rausgehst, ist auch gleich noch einer. Jetzt ist er despawned. So, wo bist du denn jetzt? Weiter, hier links ist... umdrehen. Links. Dein links.
anscheinend. Ja, weiter. Ja, da hinten sehe ich dich. Du kannst auch krabbeln, ne? Noch, du hast noch 8 Sekunden. Wenn ich Pellium hätte, hier ist noch ein. Hier ist noch ein Eiktier, der ist fast tot. Ja, dann warte. Das war in der letzten Sekunde. Ganz gut. Jetzt rennt er weg. Jetzt rennt er. Just in time sozusagen. Ja. Da ist er. Ja, wir müssen mal gezielt irgendwie Pallium besorgen. Solange wir diese Dings noch nicht haben, ist es Mist. Du meinst den Zerkleinerer? Ja. So, jetzt habe ich einen Waffenbruch. Super. Kommt das auch bei Eisenmumme raus? Ja, ne? Das ist überall mit drin dabei eigentlich. Das Pallium kommt auch bei Steinen ganz normal mit raus. Ja. Aber es ist halt besser, wenn ja, du so ein direktes Pallium hast. Stein ist halt schon fast alles hier abgebaut, das Ding. Katze, sollst du das machen? Naja, ist halt auch ein schwieriger Spot. Es ist halt mit 2-2 ja. Bei den Sternen. Du, theoretisch könnte man sich jetzt zu dem anderen teleportieren, da das Pallium abbauen und wieder her teleportieren. Könnte man machen. Kann ich jetzt machen, sobald ich den Stein hier abgebaut habe. Ich sag mal, wir haben uns ja den Teleportpunkt ganz am Anfang geholt. Ja. Level up. GZ. Jetzt bist du Level 8. Also. So, was brauchen wir für einen Zerkleinerer? 10 Pelz. Ich bin hier schon wieder den Stoff und Holz verbraucht. Genau. Gut, ich gehe mal Pellium farmen. Ja, das bin ich auch Level 8. GZ. Ja, das Pallium brauchen wir halt für alles Mögliche, ne? Das ist ja nicht nur für die Sphären, sondern auch für andere Sachen. Ernsthaft, Waffenbruch. Das ist gerade teleportiert, oder was? Ja. Was baust du hier? Aha. Und ja, schließlich das Lager noch weiter aufspannen. Ja, 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 wir brauchen jetzt noch so eine Dings. Da brauchen wir noch 5. Eine Statue. Wir haben bei uns hier gar nicht so richtig Strand, ne?
Also wir hätten genügend jetzt für einen Zerkleinerer. Sehr gut. Brauchen wir bloß noch Holz dafür. Was passiert denn eigentlich, wenn man schwimmt und keine Ausdauer mehr hat? Dann gehst du unter. Ja, du verlierst halt. Du verlierst halt Lebenspunkte. Hm. Nee, ich glaube, du stirbst direkt, wenn du denn. Also so war es zumindest. Also bei mir war es immer so, ich konnte noch weiter schwimmen, aber ich habe halt Lebenspunkte verloren. Gut, das führt ja auch irgendwann dazu, dass du stirbst. Ja. Ich glaube, ich sehe da drüben Jäger, Jäger, Händler sitzen. Oder zumindest einen. Ich probiere einfach mal, ob ich darüber geschwommen komme. Hier sind zwei Händler tatsächlich. Der eine verkauft Kram. Also dass es mal auch von den Viechern kriegt. Und der andere verkauft Perls. Der verkauft zum Beispiel diese Kühe. Oh. Wie viel kostet denn die Kuh? 6.000 oder so. Das geht aber auch. Die Wildschweine hast du noch nicht gesehen. Nope. Ohne. Wenn wir den Zerkleinerer haben, dann können wir gleich die nächste Lagerstufe machen. Ich habe jetzt mal diese Fuachs gefangen. Die sind, glaube ich, auch ziemlich gut im Lager. Am Anfang. Ja, die können Bewässerung. Können bewässern und transportieren und so. Ich kann mal kurz gucken. Ich sehe es. Doch, ich sehe es. Transport, Handwerk und Bewässerung. Wir brauchen ein Bett mehr. Ja. Ein Pellbett. Ja. Ich brauche noch eins. Also ich brauche gleich ein paar mehr, oder? Weil da jedes Mal. So, dann baue ich mal den Zerkleinerer. Jetzt haben wir kein Peltium-Bruchstück mehr. Großartig. Hattest du nicht erst was gesammelt? Ja, und jetzt ist es auf einmal wieder weg. Achso, ich habe die Statue gebaut, das vielleicht. Achso, okay, ja, die Statue brauchen wir natürlich auch. Aber ja, es macht natürlich Sinn, erst ein Zerkleinerer zu bauen. Dann können wir ja Peltium herstellen. Naja, ich farme schon wieder Peltium. Ich bin auch gerade dabei, was zu farmen.
So. Jetzt hier bei dem. Fast bei dem Spot, wo wir in dem anderen Spielstand unser Lager hatten. Mhm. Also nicht Steffi, du und ich, sondern Florian, ja. Jens und ich. Einfach damit ich mir da auch mal den Teleportpunkt hole. Was umgebracht, verdammt. Wollen wir uns dann hinlegen? Ja, Moment. Also ich könnte mich jetzt gerade teleportieren. Oh, hier laufen auch so Dino-Somps rum. Aber für die brauchen wir doch fast eine Megasphäre, oder? Ich habe gerade eine Megasphäre gefunden. Ich hatte das auch schon mal so gefangen. Moin, Nepper. Vielen Dank für den Raid. Ja. Na. Ah, hallo. Blödes Mistvieh. Wo bist du denn? Bist du beim Lager in der Nähe? Ja, vor dem Lager. Warte, ich teleportiere mich zurück und dann kann ich dich wieder beheben. Ja, ich bin auch schon auf dem Weg. Moin, Hotzeplums.